Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge meines kleinen Stricktagebuchs. Ich bin Cynthia, wohne in Westsachsen und zeige euch in den nächsten Minuten, was so in den letzten 12, 13 Tagen hier passiert ist. Ja, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, noch ein Video aufzunehmen, bevor ich in Urlaub fahre. Das heißt, ihr werdet das Video dann wahrscheinlich an dem Tag sehen, wo ich unterwegs bin. Es ist relativ viel für die kurze Zeit, also für mich passiert, und ich das jetzt in Schnipseln dann aufnehme und euch am Ende nur noch fertige Objekte vielleicht in 2 Wochen zeige, habe ich mir gedacht, nehme ich eine kurze Zwischenfolge auf. Als allererstes möchte ich mich aber noch bedanken. Also ich habe das, glaube ich, noch nie gesagt. Ich bekomme immer relativ viele Kommentare und auch Daumen hoch, und es sind auch sehr viele Abonnenten mittlerweile. Also vielen lieben Dank dafür. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, und wenn es euch gefällt, dann freut es mich und spornt einen natürlich auch so ein bisschen an, weiterzumachen. Ja, mal gucken, wann ich vielleicht irgendwann mal die 1000 erreiche, was ich dann mache, aber ja, so weit sind wir noch nicht, und ja, ich bin auch so zufrieden. Also wenn ein paar das anschauen und Spaß daran haben und eine Freude, dann macht es mich glücklich, und ja, Kommentare versuche ich zu beantworten, mal schneller, mal nicht so schnell, und ja, also wenn es Fragen gibt, könnt ihr das gerne unten immer reinschreiben, ich gebe mir Mühe, es zu beantworten. Ja, ich würde sagen, wir starten. So, ich war übrigens auf dem Töpfermarkt. Gehe sehr gerne auf Töpfermärkte und kaufe mir da so riesige Tassen. Heute mit Tee. Das wird jetzt auch eine Teetasse. Bei mir gibt es Tee- und Kaffeetassen. Weil Tee und Kaffee gemeinsam, das schmeckt nicht. Heute mit Glücksmoment oder so. Glücksgeheimnis. Bio-Kräutertee von DM. Oder Rossmann. Schleichwerbung. Ja, also früh am Morgen, da brauche ich meine Pott-Tee. Ja, wir starten mal mit dem, was fertig geworden ist. Das sind 2,5 Dinge, und dann zeige ich euch, was ich für den Urlaub so angeschlagen habe und was noch passiert ist. Als allererstes fertig geworden sind Kindersocken. Also ich hatte euch im letzten Podcast ja erzählt, dass ich jemanden besuche, meine Verwandtschaft in Berlin, und die 3 Kinder haben. Und für Kind 1 und Kind 2 war es fertig. Einmal die Minecraft-Socken und einmal die Skippy-Stripes. Und jetzt habe ich die Socken für Kind 3 auch fertig und auch schon gewaschen, weil ich sie verpacken muss. Und ich weiß, dass ich hier war, irgendwo, aber ich habe den rausgenommen durchs Waschen, und jetzt sind sie ganz fertig. ja, also Muster ist von Amy Rapp. Das ist Pink Lemonade, also es war ein Warm-Up-Muster, das Sock Madness, eine Sneaker. Ich habe jetzt das halt einfach umgewandelt für die Kindersocken, habe die auch so gestrickt, dass es einen linken und einen rechten gibt. Das war Socke 1, und dann war ich irgendwo hier. Genau, habe nicht abgewickelt, einfach weiter gestrickt. Vom Knäuel ist auch nicht mehr so viel übrig, um es genau zu nehmen. Ein Musterrapport ist noch da, also ich könnte exakt eine Socke noch stricken von denen. Ja, gestrickt auf 2,5 Nadeln mit 11 Maschen pro Nadel, um dann auf eine Schuhgröße 24, 25 zu kommen. Ich muss jetzt gleich noch Noppen unten drauf machen, also so Stopperflüssigkeit. Und dann werden die eingepackt. Also ich lege die in die Sonne, da trocknet das ganz schnell, und gehen mit auf Reisen. Und ich hoffe, dass sich die dann sehr freuen. Ja, also Wolle, das habe ich gerade schon gezeigt, Opal mit Glitzer, Opal Surprise heißt die. Da gab es bei mir nur so ein klassisches Logo. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, da müsstet ihr auf der Opal-Seite schauen, weil ich hatte die damals zum Opal-Abo dazu bestellt. Das ist ja immer so ein bisschen, also ein paar Serien, also die 100 Wasser gibt es ja dauerhaft, und dann eben noch sowas zu Regenbogen und so, das gibt es eigentlich auch dauerhaft, aber die mit Glitzer glaube ich nicht. Aber wenn ihr die irgendwo, die gibt es bestimmt irgendwo noch. Ja. Die Wolle hat sich übrigens nach dem Waschen, ist die weicher geworden. Also ich habe in der Waschmaschine mit Wollwaschmittel gewaschen, Wollwaschgang. Und die ist jetzt weicher, und jetzt ist er auch gut tragbar.
den Faden an sich, den Glitzerfaden, also man merkt ihn, aber er ist jetzt nicht so dominant wie bei anderen Wollen. Ja, also ich hatte schon mal eine von der Handfärberin, da hat sich der teilweise auch abgelöst, der Glitzerfaden. Das war nicht so schön. Das passiert hier nicht. Die waren auch, glaube ich, an dem Tag noch, wo ich aufgenommen habe. Nee, am nächsten Tag, weil an dem Tag hatte ich keine Zeit mehr, waren die dann auch fertig. Das Projekt Nummer 1. Projekt Nummer 2. Ich habe für den Papa gestrickt. Und zwar aus Gipfelstürmer Sockenwolle 6-fach. In zwei verschiedenen Farben. Einmal der Farbe 106 und 104. Ein helles und ein dunkles Grün. Und da ist natürlich sehr viel übrig. Habe 3er Nadeln genommen, um eine Schuhgröße 44,5 zu stricken. Und jetzt muss ich eine kleine Story erzählen. Berufsbedingt beschäftige ich mich sehr mit Naturwissenschaften. Und da gab es einen Mathematiker, und zwar den Herrn Fibonacci. Und Fibonacci hat die Fibonacci-Zahlen entdeckt. Was heißt das? Es ist eine Zahlenfolge von natürlichen Zahlen, also wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Gibt es halt auch Zahlen, wo halt so zum Beispiel nur die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und Fibonacci hat entdeckt, wenn ich die Fibonacci-Folge geht 1, 2, 3, 5, 8, 11 und so weiter. Und wie kommt man darauf? Also von der 1 zur 2 kommt man, indem man 1 plus 1 rechnet. Von der 2 auf die 3 kommt man, indem man 1 plus 2 rechnet. Und wenn man zum Beispiel, die nächste Zahl ist ja die 5, da rechnet man dann 2 plus 3. Das heißt, der addiert immer die beiden Vorgängerzahlen dieser Folge. Und so kommt man darauf, dass die sogenannte Fibonacci-Folge nach einem Mathematiker Leonardo Fibonacci benannt. Und ich habe bei Reveille mal, wo ich so ein bisschen gestöbert habe, gesehen, dass es einen Fade dazu gibt, nämlich den Fibonacci-Fade, der die Zahlen bis, also der Zahlenfolge bis 8 einschließt. Das heißt, man strickt eine Runde, 2, 3, 5, 8 und dann kommt man auf so einen Fade. Hier sind noch die Wäscheklammern dran, also lasst euch nicht stürmen, der ist schon gewaschen. Ja, und genau, dann hat man hier halt 8, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Und dann hat man in eine andere Farbe gefadet. Das ist eine kostenlose Anleitung, also es ist nur eine Schrift. Das sind, glaube ich, 52 Runden. Und ja, ich wollte damit einfach mal ein bisschen spielen und bin sehr glücklich damit. 6-fach Sockenwolle. Ich habe 14 Maschen pro Nadel mit 3er Nadeln gestrickt. Und zweites auch fertig. Und ich habe eine Gegengleiche gestrickt. Der Blocker ist zu klein. Ich habe nur einen so einen großen Block. Ja. Also hier bin ich dann genauso vorgegangen, halt nur, dass ich die Farben gewechselt habe. So. Ja, ich finde, die sind sehr schön geworden. Und ich hoffe, dass er sich freut, weil er auch was, also der Papa macht auch was Naturwissenschaftliches, Informatiker und ja. Genau. Ich habe ein bisschen was abgewandelt. Und zwar, also die Anleitung gibt nur diesen Fade. Ich habe hier als Bündchen 2 rechts, 2 links. Dann habe ich 3 rechts, 1 links gestrickt. Und dann, weil es sind ja sehr große Füße, habe ich die Ferse von der Strandtreppe reingemacht. Das ist eine Hufeisenferse. Und habe das Käppchen verstärkt. Das heißt, es wird immer in der Hinreihe halt jede zweite Masche abgehoben. Dann ist das hier verstärkt. So, dann Spickel mit Spickelabnahmen aller 2 Runden und eine Bändchenspitze. Schuhgröße, mit 6-fach Wolle geht es natürlich relativ schnell, aber selbst in so einer großen Schuhgröße braucht man halt ein Stück. Also es ist jetzt nicht so, dass es innerhalb von einem Tag gestrickt ist. Also bei mir nicht. Ja, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich hatte richtig hier, das war süchtig machend, dieser Fade. Aber dann hier, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber ja, genau. Also ich glaube, ich stricke so viele Runden, wie ich sonst für eine 39 oder so stricke. Also es macht schon irgendwie einen Unterschied hier vor. Dickere Wolle. Ja. Und damit ist auch mein Projekt Familiensocken abgeschlossen. Ich bin jetzt happy, dass ich allen ein paar mitnehme. Ich kann euch auch mal noch die Socken zeigen für die Frau. Wartet. Die habe ich schon ein Stück fertig. Oh.
Die sehen so aus. Das ist eine Wolle von Strickelti, Strackelti, Struck. Die habe ich gestrickt, als ich in Quarantäne war. Das waren meine Quarantänesocken. Ich glaube, die Farbe hieß Ariel mit einem Mini in so einem Rot dazu. Ja, da, das waren, ja, ich glaube, die waren in 2 Tagen fertig. Wo ich in Quarantäne war, hatte ich da, musste ich die anschlagen und losstricken. Wer da Tragefotos sehen möchte, die habe ich bei Instagram hochgeladen. Jo. Ich glaube, auf der Wiese habe ich das fotografiert. Ja, also Projekt, Familie, check. Und dann habe ich mal wieder was Altes rausgekramt. Und zwar haben wir letztes eine neue Küche bekommen letztes Jahr. Und ich sollte passend dazu ein paar Topflappen stricken. Es ist dazu gekommen, dass ich letztes Jahr einen Topflappen gestrickt habe. Wow. Und habe jetzt gedacht, okay, du hast die Wolle ja noch da für 8 Stück. Und habe den nächsten angeschlagen und gestrickt. Fäden sind noch nicht vernäht. Und er ist fertig. Habe ich jetzt irgendwie, so bevor im Urlaub, wollte ich jetzt nicht irgendwo weiter stricken und habe diesen Topflappen gestrickt. Das sind die Baker's Twine von Ducati aus Catania Wolle. Und zwar einem schönen, satten Grün und einem Grau. Und die Küche ist auch grün-grau. Das passt sehr gut dazu. Ja, also es ist jetzt wieder einer. Ich muss mal sehen, dass ich vielleicht die anderen 6 Stück mal noch stricke, dass das endlich, also dass es mal abgeschlossen ist. Oder jedenfalls so viel, wie ich aus der Wolle rausbekomme. So. Also finde ich, hat was. Die sind halt sehr, das sieht nicht aus wie gestrickt, sondern das sieht halt wirklich aus wie, die haben wir einmal gekauft, die sind wunderschön und sehr modern und passen zur Küche. Ja, also es ist eine Kaufanleitung von Ducati, gibt es auf Rarity. Lohnt sich auch zu kaufen, wenn man die öfters strickt. Vom Prinzip her ist es ganz einfach, aber ja, kann man die Designerin unterstützen. Ja, genau. Das war auch schon alles, was fertig geworden ist. In den paar Tagen würde ich sagen, ist ganz okay. Dafür, dass ich noch voll auf Arbeit gegangen bin. Und wir kommen zu dem, was gerade so auf den Nadeln ist. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Projekt mich doch glücklich macht, weil es irgendwie meditativ ist. Also Stricken ist für mich Erholung und brauche ich auch, um runterzukommen. Ich spreche von dem Dachrinnenprojekt. Also wir stricken in Jena die Dachrinnen vom Strickladen ein. Ich habe die Dachrinne vor dem Friseur, der in der Gasse ist, und hatte schon angefangen, nämlich mit Pink, so ein Schweinchenrosa, zu stricken und habe jetzt in den paar Tagen noch den Meter voll gemacht, nämlich von hier nach hier, und bin jetzt genau ein bisschen was über einem Meter, sodass ich jetzt mit der nächsten Farbe beginne, also es hängt noch ein Knäuel dran. Und ich werde jetzt mit diesem zusammenhalten und einen Übergang schaffen von 50 cm. Und dann stricke ich mit doppelt gehalten der wieder einen Meter. Und dann werde ich die beiden zusammenhalten, wieder einen Übergang von 50 cm machen, um dann anschließend mit doppelt gehalten dieser noch einen Meter zu stricken, sodass ich auf 4 Meter komme. Ich soll sie nicht länger machen. Mache ich sie nicht länger. Und ja, das ist Schachenmeier Bravo, 100% Polyacrylwolle. Die nimmt man natürlich, um den Wetterbedingungen den Stand zu halten, auch im Winter. Ich habe, wie gesagt, die 3 Farben. Nicht meine Farbrange, ich sag mal, also mein Farbbereich, aber ja, sehr meditativ. Und wenn man gerade mal nicht denken möchte, lässt sich das gut stricken. Ich mache das hier in einem klassischen Rippenmuster, also eins rechts, eins links. Und am Rand so einen kleinen Eikord zum Zusammennähen. Fäden werden nicht vernäht, weil zum Zusammennähen in der Dachrinne sehr gut geeignet. Ja. Und von hier nach hier habe ich mal an 1,5 Abend gestrickt. Ja, genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wird halt dann hier so zusammengenäht. Kommt dann auch wahrscheinlich noch irgendwas Gehäkeltes oder so drauf, dass es nicht ganz so langweilig ist. Ja. Das erste Projekt, das wird auch nicht mitkommen jetzt in Urlaub, das bleibt hier. Das heißt voraussichtlich beim nächsten Mal nicht wirklich ein Fortschritt. Dann habe ich ein Projekt, wo ich jetzt sehr viel dran gearbeitet habe, weil ich es gerne mitnehmen möchte. Es geht natürlich nicht, wenn man fliegt,
Handgepäck, weil Metallnadeln, aber ich habe an meiner Velo-Tunik ein ganz schönes Stück jetzt geschärft. Bin gerade dabei, in Farbe 2 zu faden. Und zwar, wie weit bin ich? Moment. Lass mal drehen, weil ich stricke jetzt. Zeige ich euch gleich wie. Ich habe die Passe fertig. Und habe angefangen, die Ärmel abzutrennen. Also ich bin gerade ganz kurz danach. Passe. Wo der Marker war, war ich das letzte Mal und habe jetzt wirklich hier mal einen größeren Fortschritt zu verzeichnen. Es hat mich wirklich ein paar Tage gekostet. Ich hatte mich dann auch noch verstrickt, aber die Blätter sind jetzt fertig. Und es kommt sehr gut raus. Ich weiß, dass die Wolle schon mustert. Also, wie gesagt, wurde mir immer gesagt, Farbe frisst Muster. Aber ich finde, wenn man es auf der Haut trägt, dann passt das. Ja, und jetzt eben so weit. Und jetzt seht ihr schon, dass hier unten links gestrickt ist. Das heißt, es geht jetzt links den Körper runter. Was habe ich gemacht? Ich habe unter den Ärmeln eine Wendemasche gemacht und stricke jetzt rechts runter. Das ist die Rückseite. Jetzt geht es rechts runter. Das heißt, ich stricke inside out und bin eben gerade dabei, darum hängen hier so ganz viele Fäden, vom ersten Knoll in den zweiten zu faden. Ich versuche das jetzt auch relativ zügig zu machen, weil ich würde gerne hier noch einen Rest haben für die Ärmel, sodass ich da vielleicht dann nochmal ein Fade mit dem zusammen oder so mache. Mal gucken. Ja, also ich war stehen geblieben jetzt. Genau, dass ich noch ein Fade mit dem Ärmel mache. Und ich würde gerne das kleine Knäuel nicht mit in den Urlaub nehmen. Ich möchte eigentlich nur das große, was dranhängt, und eben das nächste mitnehmen, sodass ich dann im Urlaub den Körper runterstricken kann. Ich weiß allerdings noch nicht, wie viel Strickzeit ich habe. Also es wird sehr viel Wandern sein und Bewegung und Erkunden, und deswegen muss ich erstmal schauen, wie die Zeit da ist. Ja. Die Wolle, das ist die Arroyo von Malabrigo in der Farbe Immortal. Das ist die Nummer 250, sind die Decay. 100% Schurwolle und 306 Meter auf 100 Gramm. Ja. Lässt sich auch wunderbar stricken, muss man ehrlich sagen. Hat natürlich auch ihren Preis. Es ist eine sehr teure Wolle. Ja, genau. Vielleicht kann ich euch beim nächsten Mal einen fertigen Körper zeigen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Bin auch gespannt, wie viel Zeit ich haben werde. Ja. So. Dann habe ich was angestrickt, explizit fürs Flugzeug. Und zwar hatte ich euch bei meinem Großeinkauf die Cloudy Cotton gezeigt von Knit Loop. Das ist eine 100% Baumwolle, die sie dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Das sind 100 Gramm, 350 Meter, also so gerade so Fingering. Und ja, ich habe mit diesem Gelb jetzt angefangen zu stricken, und zwar im Oberteil. Dafür habe ich davor eine Maschenprobe gemacht und die war viel zu klein. Also ich glaube, die Designerin hat 28 Maschen auf 10 cm, ich hatte 24. Ich habe jetzt eine Nummer kleiner angeschlagen und eine Nadelstärke noch runtergegangen. Das mit der Nadelstärke kam mir auch entgegen, weil ich wollte ja für den Flieger, also Holznadel. Und habe angefangen, das Sunday Tee von Petit Knit zu stricken. Ist relativ gut strickbar, mit wenig, also man braucht nicht viel Anleitung dafür. Und das ist perfekt. man beginnt mit einem doppelten Bündchen hier oben. Ich zeig's mal so. Das heißt, man strickt. Dann strickt man diese Kante und dann strickt man weiter und strickt zusammen. Ja, und dann beginnt die Passe. Und so weit bin ich jetzt. Also ich habe das erste Stück der Passe, die Zunahmen und das nächste Stück. Also ich muss jetzt wieder zunehmen bald. Und strickt das auf Holznadeln von Knit Pro. Das sind Symphonie auf 2,75. Und ja, bin mit dem Maschenbild auch sehr zufrieden. Es knallt natürlich richtig, so wird es mal aussehen.
Und ja, ich mag die Designs von Petit Knit ganz gerne. Die sind nicht, haben nicht so viel Schnickschnack, sondern die sind relativ geradlinig. Ja, falls jemand interessiert, ich stricke jetzt Größe 2 statt Größe 3. Ja, sonst, also das habe ich jetzt in 2 Tagen gestrickt. Das macht schon relativ süchtig, aber dadurch, dass die Wolle auch relativ dünn ist, dauert es natürlich ein Stück. Perfekt für einen Urlaub, wenn man nicht so viel Strickzeug mitnehmen möchte. Ja, genau. Mal gucken, das nehme ich dann jetzt mit in den Flieger, ob ich dann im Flieger vielleicht die Passe schaffe. Ich werde ein bisschen Garn zum Arm abtrennen mitnehmen. Und ja, Schere gibt es nicht. Muss ohne gehen. Muss im Koffer bleiben. Darf man ja nicht mit ins Handgepäck nehmen. Boah. Genau. Bis jetzt lässt sich's gut stricken. Kann mich nicht beschweren. Ich muss noch überlegen, ob ich den auf jeden Fall, und ich habe aber noch einen dritten, ob ich den auch noch mitnehme oder ob ich dann sage, okay, wenn ich den aufgestrickt habe, dann mache ich die Willow-Tunik. Und wenn ich damit fertig bin, was ich nicht glaube in den 2 Wochen, dann kaufe ich mir zur Not Wolle dort und nehme noch ein paar Sockennadeln mit. Also die werde ich in den Koffer tun. Falls ich doch an Strickprojekt Armut leide, dass ich noch irgendwie für Notfall was mit habe. Genau. So. Das. Und dann wurde es ja kühler. Und irgendwie hat mich so ein bisschen so ein Fieber ereilt. Nämlich das Deckenfieber. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich das Monster in den Sommerschlaf schicken. Und dann hat es geregnet und es war kühl. Und plötzlich habe ich Wollsocken angezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du frierst, dann kannst du Decke stricken. Ja. Also habe ich 3 Tage oder so Decke gestrickt. Ich zeige vielleicht erstmal, was jetzt gerade dranhängt. Und zwar, das ist eine Herzfasern, Bald und See oder so hieß sie. Davon habe ich ein Tuch gestrickt und Handstulpen. Und das ist die Gedifra Lana Mia von der Sock Madness. Da habe ich euch ja schon mal die weiße gezeigt. Das war die blaue. So ein dunkles Blau. Kräftiges Blau. Und ja, die Decke ist dann natürlich ordentlich gewachsen. Ich muss erst mal schauen. Warte mal. Ich war das letzte Mal da und habe jetzt einen richtigen Fortschritt. Also es ist jetzt schon ein ganz schönes Stück. Das sind jetzt 1, 13 Rippen und bin jetzt von meiner Fjord-Socks weg über der Rest vom Anker-Shirt. Also das ist dann Leinen, aber es ist egal bei der Decke. Über einen Rest von Socken und noch mehr Reste von Socken zu den beiden jetzt. Vollkommen willkürlich. Mir ist es sowas. Ich greife in die Kiste und stricke auf, gerade so kleinere Reste. Und ja, habe da jetzt einen ordentlichen Fortschritt. Das ist eine Anleitung von The Nerdknits, ein Monster. Das gibt es hier auf YouTube, die Anleitung. Oder eben bei Ravelry ist es verlinkt. Ist kostenlos und es entsteht eine große Decke bei mir. Ich habe es auch den aktuellen Stand mal komplett fotografiert. Hänge ich euch hinten rein, könnt ihr mal schauen. Ich bin natürlich bei Weitem noch nicht dort, wo ich hin möchte. Also die Breite habe ich, weil ich ja schon die zweite Ecke habe. Aber die Länge, also da muss schon noch mal mindestens so viel ran, wie jetzt hier dran ist. Und ja, mal gucken. Wächst vor sich hin. Vielleicht ist ja so ein Ziel bis Ende des Jahres. Reste habe ich genug. Einen ganzen Beutel voll. Der Beutel ist sehr groß. Ja, mal gucken. Und zur Not kann man ja auch was aus dem Stash nehmen, was man nicht so gerne verstricken möchte. Genau. Das zu dem. Also vielleicht ist sie jetzt im Sommerschlaf. Mal schauen. Man weiß ja nie. Das war sehr meditativ. Bei der Kühle. Und die Decke oben drüber. Ja. Mein Riesenknäuel, sehr flauschig. Mag ich sehr gerne. Ja. So, das ist alles, was ich jetzt auf den Nadeln habe. Mal gucken, ob ich die 2 T-Shirts jetzt Richtung Ende des Urlaubs dann fertig bekomme. Bin sehr gespannt. Ja. Dann habe ich noch so ein bisschen was anderes jetzt euch mitzuteilen. Also ich wollte euch erstmal noch an den Männermaschen-Karl erinnern.
Der ist ja losgegangen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt sehr gerne euch bei mir oder der Annette von Nerdnitz melden, wenn ihr damit stricken möchtet. Ihr müsst auch jetzt noch nicht anfangen. Also ich fange auch erst im August an. Man kann auch zwischendurch einfach nur stiller Zuhörer sein. Es gibt was zu gewinnen. Ich muss mal schauen, was ich für einen Gewinn sponsor. Und ja, Hashtag Männermaschenkarl 2022. Wir freuen uns sehr, wenn wir da was sehen. Und ja. Dann habe ich was bekommen. Und zwar ist die letzte Lieferung von meinem Abo gekommen. Ich hatte den Club von Strickel die Strackel die Struck im Frühjahr und jetzt ist das gekommen. Das ist die letzte Färbung und zwar heißt die Field of Flowers, also Feld der Blumen. Und ja, finde ich eigentlich richtig schön. Ich mag das mit dem Gespeckelten, dieses Dezente. Ist ihre Socks High Twist mit 80% Schurwolle und 20% Nylon. Jo. Ich werde auch jetzt erstmal keinen Club abonnieren mehr, weil ich habe aus diesen von den drei Strängen noch keinen einzigen verstrickt. Erstmal ein bisschen Housekeeping machen, bevor man da wieder was bestellt. Ja. Und dann habe ich noch ein Buch gekauft. Ich war unterwegs und bin in die Thalia rein und habe also ich probiere sehr gerne was Neues und habe ein Buch gesehen im Regal und konnte nicht widerstehen, kennt ihr das? Ich bin so zum Stricken gegangen und habe so die Bücher angeguckt, mich so ein bisschen durchgeblättert, hatte auch noch ein bisschen Zeit und habe ein Buch gekauft. Das ist nicht gesponsert, sondern das habe ich selbst gekauft. Ich habe die schönsten Hebemaschenmuster gekauft. Ja, ich möchte mal probieren, ein bisschen mehr Hebemaschen zu stricken. Also ich zeige euch mal so ein paar Ausschnitte von hinten. Ja, und es ist mir über den Weg gelaufen. Vielleicht mache ich da was für Jennys Karl. Mal gucken, weil so eine Verkreuzung mit Hebemaschen habe ich jetzt in der Art, wie sie hier drin ist, noch nicht gemacht. Hier sind, also zum einen sind die Muster drin und zum anderen sind noch ein paar Anleitungen drin, so für Topflappen, Spüllappen, es ist eine Jacke drin und so weiter. Vielleicht geht ihr einfach mal in den Buchhändler und guckt euch das an, ich finde es echt ganz schön. Ich weiß nicht, wann es rauskam, es ist Band 1 und ja, hat mir irgendwie, ich weiß nicht, musste ich mir irgendwie kaufen. Ja. Aber ich habe immer noch das Problem, dass ich viel zu wenig aus Büchern stricke. Kennt ihr das? Also man sollte vielleicht wirklich so mehr aus Büchern stricken. Ja, genau. Sonst, was plane ich noch so? Also ich werde schwarz noch anstricken müssen. Das werde ich dann, wenn ich wieder da bin, da ist nämlich noch Juli, gleich noch anstricken, dass ich da noch was fertig habe. Dann im Juli, August. Und sonst hatte ich überlegt, also das nächste Video werde ich ein paar Bilder natürlich vom Urlaub mitbringen. Aber ich habe mir so überlegt, ich könnte am Ende ja auch so 2, 3 Minuten, 4, 5 noch mit euch stricken und so ein bisschen quatschen. Also ich habe schon so ein bisschen bei anderen Podcastern gesehen und ich finde es, glaube ich, ganz schön. Also da kann dann jeder abschalten, wer möchte und die anderen können bleiben. So. Aber dazu brauche ich natürlich ein bisschen Material. Deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr Fragen habt oder Themen, worüber ich vielleicht reden könnte. Ich würde aber noch dazu sagen, dass ich jetzt nicht so über Politik reden, sondern eher so schöne Dinge, wo man sich einfach ein bisschen abschalten kann. Wo man einfach auch mal, wenn man Stress hat, aus dem Alltag vorbeikommen kann und einfach 5 bis 10 Minuten entspannen. Ja, könnt ihr gerne mal kommentieren, ob euch das interessiert oder nicht. Also ich kann auch was zu Wolle erzählen. Ich habe natürlich nicht so die Erfahrung wie andere und auch nicht so das Wissen, wie ein Handfärber haben muss. Ja, genau. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wann ich wieder aufnehmen kann. Dadurch, dass ich jetzt unterwegs bin und dann muss ich erstmal zurückkommen. Das sind ein paar Termine. Und ja, ich gucke einfach mal. Man muss natürlich auch so ein bisschen was zeigen können. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich an einem Objekt gestrickt habe und dann
ja, hier, fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. 5 Minuten. ja, genau. Damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Sommer, genießt es und wir sehen uns bald. Ciao!